Hallihallo und willkommen zurück zum Daily Ranking. Heute mal wieder was ganz. Ne, nicht was ganz. Heute mal wieder das klassische Rocket League. Ich muss zugeben, ich habe in der Zwischenzeit eine Runde gespielt, Ranking, und zwar in der normalen Liga, wodurch ich zur Challenger Elite aufgestiegen bin. Okay, einer ist AFK und der andere fährt nicht raus. Bisher. Er bleibt AFK. Das fängt ja wieder gut an. Mittwochabend. Jetzt ist er da. Sehr gut. Oh nein. Wurde ich gebannt. Ne, das mache ich nicht. Das dürfen die übernehmen. Da bin ich nicht da. Oh nein. Ich dachte, dass die Wand eher dran. Quetschball. Komm schon, du darfst vorfahren. Ja, das bricht nicht mehr. Da bin ich kurz gesprungen, weil ich dachte, jetzt kommt er hier angeboost, um mich zu zerstören. Aus gemeinen Gründen. Da wird absichtlich nur so eine halbe Höhe gemacht, weil ich nicht genau wusste, ob der, wie hoch der wieder tickt. Deswegen bin ich da so halb hoch gesprungen. Jetzt müsste ich mal hier Mitte. Und so, da fehlt der Pass. Und da kommt der Pass in die Mitte und da ist keiner da, um den mal zu verwandeln. Schade. Schade, schade. Hätte ich Mühe gegeben, dann schön Pass zu machen. Noch vom Gegner geblockt, da den Klärversuch. Na komm, jo. Wäre deine Chance gewesen. Oh, na. Ich hätte keine Ahnung, dass die alle vorbei springen. Na, verdammt. Sollte ich wahrscheinlich nicht von der Bande springen, um das zu machen. Wie knapp. Wie knapp er den dort klärt. Ach, verdammt, er besteht doch noch. Och Gott. Das war ja mal eine exotische Klärvariante. Och nee, ernsthaft? Oh Mann, nee. Wenn er den dort stehen hat. Schubt mich nicht von hinten. Das hilft nicht. Ach komm. Oh nee, das soll ich nicht tun, das soll ich nicht tun. Jetzt kriegen wir noch einen rein. War dumm, da an die Stelle dort dagegen zu springen. Oh, er hat gegen mich geschossen. Dadurch habe ich ein bisschen in die Mitte korrigiert. Ach komm! Diese blöde. Blöde Miststelle dort.
Oh nein. I failed. Ein disgrace to family. Schade. Haben wir nicht geschafft, den Ansturm hier. Wir hoffen, dass die jetzt auch nichts schaffen. Nee. So. Ist ja schon ein ganz schöner Kampf hier am Anfang. Direkt mal. Bin davon ausgegangen, er macht den ordentlich. Auch wenn ich so meine, weil ich hätte wieder einen besseren Winkel gehabt, aber das kann er nicht wissen, wenn er vor mir steht. Deswegen. Oh! Sehe ich nur jemanden oben rumfliegen. Also falsch, ich wollte da hingucken. Ich Y drücken müssen. Für das, was ich wollte. Ah, den kann ich nicht nehmen. Ach komm. Komm doch keiner und hilft mir irgendwie ein bisschen mit. Ach, jetzt. Jetzt bammt er mich halt weg. Als Mithelfen. So, geklärt. Oh! Ja. Wieder geklärt. Und er fliegt! Stehen halt auch dick hinten drin. Wir treffen gerade zwei super defensive Spielgruppen aufeinander. Okay, hat er schön geklärt. Schade. Oh lol. Oh nein, ich hab liegen gelassen. Ausweichen. Ich wollte ja nicht rammen dort. War eh schon am Rumfliegen, der Junge. Oh oh, nicht meins. Ach, haben dann noch den zweiten angefahren. Ich habe das Gefühl, wir haben eigentlich die besseren Rotationen. Aber leider, irgendwie, wenn es Vorlagen gibt oder so, sind wir einfach nicht da zum Abnehmen. Oh nein! Oh, das ist irgendwie so. Ich hasse diese Bälle, die einfach so krass wegspringen. Da hat einen guten Winkel drauf. Oh. Ah, komm ich nicht ran, komm ich gerade so nicht ran. Gut, gut, gut. Ach komm, der dritte nimmt ihn halt. Der dritte erwischt ihn dann. Schüttels, aber hat er erwischt, sehr gut. Das ist hier gemein gewesen. Oh, oh, nicht. Dann boost ich nicht durch, wenn hier eigentlich schon zwei Leute boosten. Plopp! Den musst du jetzt mal nehmen. Ah, da ist wieder keiner da. Ich auch nicht. Ja, ein Center Bowl wird's nicht. Oh nein! Ich block ihn rein. Oh shit. Ah, das war ja mal ein ziemlich spannendes Match, meiner Meinung nach.
Weil der wäre, glaube ich, auch reingegangen, ohne dass ich was getroffen hätte. Schade. Aber das war ein krasses Spiel. Da sind echt zwei fast gleich starke Spiel... Ja, Matches. Teams aufeinander getroffen. Jetzt habe ich's. Schade. Ich bin der Meinung, wir waren ein bisschen zu vorsichtig am Anfang. Wir hatten da ein, zwei gute Chancen. Ansonsten ging es eigentlich so aus, wie es fair war. Bis darauf, dass es ja kein Unentschieden gibt. Das wäre hier fast das Fairste gewesen, meiner Meinung nach. Blub, blub, blub. Ach nee. Er snackt direkt von der Wand wieder runter. Sehr gut. Der war schön, schön gespielt. Zack, direkt in die Mitte. Jawoll! Sick. Thanks. Klack und genau in die Mitte. Flach vors Tor. Und da waren zwei Leute sogar, die abnehmen können. Weil ich glaube, der andere wäre sogar ein bisschen zu langsam gewesen, der zweite Mann da. Das war ein schöner Spielzug hier. Zumindest fand ich den gut. Oh oh. Oh, hätte ich wahrscheinlich nicht spielen müssen. Und der Roll vors Tor. Schon wieder. Ah, schade. Ah, ihr blockt euch gerade gegenseitig, Jungs. Schöner Block. Der war schön. Gegner zurückgegeben. Oh oh. War ich ein Tick zu kurz. Das war zu spät, meine ich. Okay, den und er. Ich bin hinten. Die beiden machen das da vorne. Deswegen muss ich hier gerade ein bisschen entspannen. Haben geblockt! Beide Flieger geblockt. Zick! Jetzt kommt mein sieht man zwar nicht mehr, aber ich bin der Meinung, ich war da auch ordentlich mit beteiligt. Auch wenn ich da keine Punkte habe. Das freut doch hier. Die können mit Vorlagen umgehen. Take the shot, okay. Oh, wow. Da war schneller als ich. Der weiß, wie man schnelle Angaben macht. Jetzt habe ich nur 36 Boost. Das ist nicht so toll. Okay, ich will langsam mehr. Also da die eigentlich ganz gut schießen können, brauche ich mich ja um den Angriff gar nicht so viele Gedanken machen. Bin ich der Meinung. In der Theorie. Okay, den nehme ich nicht. Oh. Sorry. Ah. Oh. Schon wieder sorry. Ich dachte, der Gegner ist eher dran. Ach, fuck. Guter Wurf der Ball. Um den zurück zu blocken. Den und der. So. Mane, den nimmst du? Oder. Ach nee, das ist ja noch einer von der Blog. Ich dachte gerade irgendwie, unser wäre warm, ist mir geflogen. Den kriegt er halt noch vor mir. Ich verstehe es manchmal nicht.
Ich verstehe es noch nicht. Und sie wieder. Nice. Carry mich hier gerade hart durch. Also, ich bin auch an den Punkten. Die machen halt die Angriffe ordentlich. Und die machen sogar die Verteidigung ordentlich, wenn ich vorne bin. Ich bin irgendwie gerade nur am Ball hinterherfahren. Ach, wir sind doch nur gegen... Lol. Wann ist denn der denn gelieft? Gar nicht realisiert, dass wir nur gegen zwei spielen. Schon häufig in Rocket League, irgendwie, dass man nur gegen zwei spielt. Das ist vielleicht der Grund, warum wir so defensiv spielen und halt so eine Spieldominanz halt gerade haben. Da will immer einer mehr sein. Und dann halt sowas passiert. Das auch, naja, jetzt sind sie alle geliefert. Jetzt haben wir gewonnen. Winner by forfeit. Ich freue mich hier die ganze Zeit, dass wir so schön zusammenspielen und da ist mal einer mehr. Das ist natürlich ein bisschen arm. Sind eh nur wir. Von daher, was soll's. Und ich habe fast keine Punkte gemacht in dem Match. Schade. Aber die haben ihre Bälle ordentlich getroffen. Das hat echt gefreut. Mehr als ein Assist habe ich gar nicht gekriegt in dem Match. Ah, da ist Mana wieder. Mal sehen, ob er jetzt seine Form behält. Spiel nochmal mit mir zusammen. Das freut ja noch mehr fast. Zumindest gerade eben hat das ja ganz gut funktioniert. Sowohl in Verteidigung als auch Offensive. Mal sehen, was er jetzt in einem richtigen Match macht. Alter, was war denn das für ein Anstoß, ey? Der war ja mega eklig. Schade. Was bringen wir davon? Nicht so richtig. Wir sind alle vorne. Okay. Vielleicht haben wir ein bisschen defensiv hier. Nice! Das haben, glaube ich, die Gegner selber reingemacht. Da hat er, glaube ich, nicht mehr viel gemacht. Da war der Schuss. Aber der ging gegen Pfosten. Ja, dann steht der einer im Weg und der andere ist drüber gesprungen und hat ihn reingekickt. Läuft! First Touch. Das wird knapp, Flowey, dass du dann nochmal zur anderen Seite gefahren bist. War ein bisschen knabbi. Habe ich mich drüber gelegt. Au! Okay, was machen die? Da war ich in einer richtig schlechten Position auf dem kurzen Winkel. Ach, Kacke und keiner ist im Tor. Ah, genau, keiner ist im Tor. Und dann sieht man sowas nicht. Der Flowey war eigentlich ganz hinten, der hätte im Tor stehen müssen und nicht direkt hinter mir. Das war doch auch ein bisschen laggy, dass der B-Boy da reinfällt in den Ball. Das lohnt sich doch nicht zu boosten da rein. Sehr schön. Ja, nur schade, dass da keiner gegangen ist, zu dem dritten Ball zu machen. Oh, geht er? Geht er? Geht er? Geht er? Nice. Habe ich wieder nichts mit zu tun, irgendwie mit dem ganzen Quatsch. Steht halt immer einer, der den besser nehmen kann als ich. Ich muss ein bisschen üben, die schnellen Anschlüsse, die mich vorhin überrascht haben. Oh nein! Das war doof, den hätte ich so schön nehmen können.
Ah, will ich nur dafür sorgen, dass sie nicht in unsere Richtung schießen. Oh, wo kommt der denn her? Den habe ich gar nicht kommen sehen. Da war ich voll auf den Ball fixiert. Meine Güte. Oh, wir lassen halt abends. Noch ein Clearball. Ach, verdammt, nicht gereicht. Nicht ganz. Oh, jetzt geht hier aber die Party los. Da bin ich nicht schnell genug dran. Jetzt kommen hier die Rotation raus. Oh oh. Da wäre ich fast nicht rangekommen. Und jetzt müsst ihr wieder anfangen, die Bälle zu treffen, Jungs. Sonst wird das nichts. Besonders in den wichtigen Momenten müssen wir die Bälle treffen. Jetzt bleib nicht hinter mir, Junge. Jetzt stellt er sich wirklich hinter mich eiskalt. Stellt sich wirklich eiskalt hinter mich und ich höre es noch boosten. Es. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Ich würde sagen, jetzt machen sie wieder rein, wo ich nicht mehr beteiligt bin. Ich bin nicht so scharf, dass der vor unser Tor fällt. Oh, da war ein Safe dabei. Und der fliegt in die Richtung. Das ist viel schöner. Ein bitterer Block. Achso, Mann ist irgendwie jetzt wieder sehr defensiv. Der will das nicht mehr verlieren in den letzten Sekunden anscheinend. Wir sollten nicht alle danach springen jetzt in den letzten 10 Sekunden. Ja, so komme ich nicht. Ich brauche den Doppelsprung dann. Ah, sehr gut. Aber trotzdem gewonnen. Mit dem Mana-Spielen funktioniert. Auch wenn er immer noch meiner Meinung nach ein bisschen arg defensiv ist. Bisschen sehr absnackerino. So, das war's auch wieder für heute fürs Daily Ranking. Dankeschön fürs Zuschauen. Und ich wünsche einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ihr wart heute bei meinem Stream dabei. Ich habe nämlich heute mal wieder Atlas Rector gestreamt, weil Season 2 anfing. Ich werde mir Mühe geben, das auch irgendwie am Wochenende nochmal zu machen oder so. Also bis dahin und viel Spaß!